Ja, liebe Zuschauer, das war schon bei uns beiden bei Eurosport Tradition. Für uns besteht die Skisprungfamilie nicht nur aus den Deutschen oder den Österreichern oder den Slowenen, sondern es sind alle. Und dazu gehören natürlich auch die Franzosen. Und heute, Gerd, haben wir richtig Schwein gehabt. Wir haben uns mit den beiden verabredet, mit dem besten und einzigen Franzosen, Vincent, c'est moi. Décombe oder Décombe, c'est moi. Décombe, c'est moi. So, bitteschön. Warum zwei Namen? Entschuldigung, wir waren zu viel. Ah, in der Familie Zu zu viel. viel Décombe. Ah ja. Und in Frankreich, das ist diese. Es gibt, wenn das ist zu viel, es gibt zwei Namen und Also, mehr separat. okay, also wie viel Décombe gibt es und wie viel Savoie gibt es? Ich weiß Aber eines weißt du genau, dass du heute super gesprungen bist in der Qualifikation. Ja, wir haben ein sehr gutes Sommer Training Camp im September. Und das war sehr gut Feeling. Und jetzt, das ist auch sehr gut. So. Bevor sich der Gerd einschaltet, wollen wir noch eins, sagen wir mal, klarstellen. Vincent hat sich bereit erklärt, so weit wie möglich in Deutsch zu antworten. Aber wir haben natürlich eine Absicherung mit dem Robert Treitinger und er ist so ein Hansdampf in allen Gassen. Also am besten mal da Klinken putzen, da noch eine Sprache dazulernen und dann jemanden nach vorn bringen. Robert Reitinger, auch herzlich willkommen. So, Gerd, jetzt du. Ja, genau. Deshalb vielleicht die erste Frage an Robert. Du bist ja jetzt schon einige Zeit in französischen Diensten. Wie groß ist dein Anteil an der Entwicklung von Vince? Auf keinen Fall größer als ein Drittel. Also wir sind natürlich immer der Athlet, der arbeitet, der springt. Und dann sind wir zwei Trainer hinter dem Ganzen, die zusammen ihn in den letzten 2,5 Jahren versucht haben, so weit wie möglich nach vorne zu bringen. Und diese Arbeit, die wir da gemeinsam zu dritt, zu viert mit dem zweiten Athleten, mit Ronan, begonnen haben vor 2,5 Jahren, die sich jetzt beginnt auszuzahlen. Also es ist immer ein kleiner Teil, einen erfahrenen Athleten wie Vince, den tut man eigentlich nur noch begleiten, anstatt ihn zu führen. Aber so wie es ausschaut, sind wir nicht die schlechteste Begleitung. Vince, die letzten Wochen waren nicht so einfach, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob ein Savoie dazu gekommen ist oder ein Décombe, aber auf jeden Fall, ich habe das ein bisschen mitverfolgt. Das war ja schon in Lillehammer, da warst du ganz nervös. Aber das wäre eigentlich zu früh gewesen. Trotzdem, bei deiner Frau hat sich da schon was angedeutet. Und du konntest dich schwer konzentrieren. Ja, nach Lillehammer, ich war ein bisschen nervös, nicht zu frei Ja, im Kopf. im Kopf. Und das war ein bisschen im Lillehammer und ein bisschen zu Hause. So, aber am Samstag war gut. Aber Engelberg war ja auch noch dazwischen. Ja. Mit deinem eigenen Auto. Ja. Motor war gelaufen. Das war nicht sehr, sehr frei, aber ich mache meinen Job und das war. Robert, Aber da darf man war noch sogar die erwähnen, Tournee gefährdet? Dirk, da darf man aber noch erwähnen, wir haben noch gar nicht erzählt, du bist Vater geworden. Ja, Ja. darum ging es Ja, ja. eben, Ja, das haben wir aber noch nicht gesagt, glaube ich. Die ja. Rose. Ja, Die Rose ist ansonsten auf die gibt es Welt keinen gekommen. Grund, noch einen Savoie oder einen Décombe dazu zu nehmen. Ja? War sogar die Tournee so ein bisschen. Seit wir es wussten, das heißt irgendwann im Sommer, seit er uns das gesagt hat, haben wir ziemlich geschwitzt. Der Termin wäre, soweit ich weiß, der 27. Dezember gewesen. Und wir haben gewusst, es kann schon in Lillehammer, Lillehammer nicht, aber in Engelberg kann es eng werden. Und Worst Case, dass er Oberstdorf auslassen muss und das nach der letztjährigen Tournee, die seine beste war. Also da, ja, aber Gott sei Dank hat sich alles zum Guten gewendet und Tochter und Frau haben ein perfektes Timing in die Wiege gelegt. Jetzt hast du einen Jungen,
Und ein Mädchen, ja? Ja. Ja. Und der Junge ist wie alt? 4. Und wenn du nach Hause kommst, sagt der Onkel zu dir, weil er dich so selten sieht? Ich bin Tonton, weil ich den Papa so. Ja, wenn ich bin zu Hause, ich bin sehr knapp mit allen Familien. Aber ja. Es geht. Ja. Es geht. Wie heißen die beiden? Der Name? Der erste ist Louison. Ja. Und nicht jetzt. Aber kommt. Ja, kommt. Und was kommt drauf? Was für ein Name? Rose. 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 Okay. Dasselbe Name aus die Mädchen im Titanic. Ah. Ja. Ah. Mhm. Ah. Und dann können wir ja noch was aufklären. Ich glaube, du hast mit deinem Sohn, gibt dir immer den Jubel vor, oder? Und du grüßt ihn über den Jubel im Fernsehen, oder? Tu le salues avec quand tu quand t'es en bas content et ouais. Ja, il sait que j'ai le nom là et du coup il veut que je l'ai fait une fois et il veut encore que je montre. Ouais. Dadurch, dass er den Namen auf seinem Arm geschrieben hat, dass sein Sohn weiß ihm in dem Moment, wo er da auf den Arm deutet, dass er zu Hause gemeint ist. Und okay. Er macht genau das Gleiche zu Hause. Also ja. Ist wirklich ja, weil du hast sein, Sohn übrigens auch. Ja. Er hat mir mal ein Video gezeigt. Du hast mir mal ein Video gezeigt, wie sein Sohn zu Hause den Jubel quasi von dir nachstellt. Er macht Eishockey. Okay. Mit 4 Jahren. Und jetzt er will es mal an Skispringen. Er hat Meininger Anzug. Mit Türkis. Okay. Papa dasselbe. Und er will alle Skispringer. Kot, du hast gesehen im Courchevel. Er ist sehr knapp von mich. Und ich weiß nicht für später, aber er will, er ist sehr knapp. Witz, jetzt wieder zu dir. Sonst reden wir nur über die Familie. Ne? Du bist ein Fliegertyp. Du spielst mit der Luft. Ja, von Junger. Ich habe dieses Feeling. Ja. Ich bin nicht so eine Maschine mit Physik. Und ich liebe Fliegen. Ich liebe Fliegen. Und, ja gut, wer 230,5 Meter weit fliegt, französischer Rekord, ja, muss das schon. Ne? Wenn ich habe Stopp nordische Kombination, ich habe sehr gut Feeling für Skifliegen. Das war meine erste... Du, das Fliegen. Waren auch deine besten Platzierungen vor dieser Saison, ne, am Kulm. Kann das sein? Du warst am Kulm sehr stark. Ja. Und ich habe gedacht. Ich habe gedacht, nur Skifliegen. Und das war Skispringen. Und ich habe diese Feeling für Skifliegen. für Fliegen. Also von groß nach klein jetzt. Ja, quasi. Ja. Andere machen von klein nach groß. Ja. Und du von groß nach klein. Ja. Ich habe mal noch eine Frage, speziell für ein Sommertraining. Oder was habt ihr was extrem getauscht, also an der Technik oder vielleicht auch an der Ski? Seid ihr auch ein bisschen in die flachere Position gegangen, eventuell vom letzten Jahr an dieses Jahr, um noch mehr Fläche zu machen? Oder habt ihr was das muss Robert beantworten. Gewechselt? Wie wir angefangen haben, vor 2,5 Jahren, haben wir versucht, seine Technik ein bisschen umzustellen. Er war sehr schnell, also er ist sehr viel hinausgeschossen. Ja. Und wir haben mit viel Herz und Mut. Mit viel Herz und wenig Kraft. Ja. Wir versuchen eigentlich seitdem, diese Geschwindigkeit, diese Richtung, die er macht am Tisch, mit möglichst viel Kraft zu verbinden. Und das ist jetzt, also wir haben jetzt nicht im letzten Sommer irgendwas umgestellt, sondern wir haben einen roten Faden aufgenommen vor 2,5 Jahren und den verfolgen wir im Prinzip fast schon stur weiter. Und wie gesagt, er hat sehr, sehr gut drauf reagiert.
körperlich reagiert, mental darauf reagiert. Er hat sofort verstanden, die Idee, die Gerard und ich für ihn entwickelt haben, dass das auch seine Idee ist, wo er merkt, da wird er auch in diesem fortgeschrittenen Skisprungalter noch besser. Und jetzt fängt es, also im Sommer, Ende Sommer hat es halt angefangen, wirklich zu funktionieren. Und so wie es jetzt ausschaut, funktioniert es jetzt auch im Wettkampf. Vince ist 32, der einzige wirklich herzeigenswerte Franzose im Skispringen. Lamy war auch dabei, Anzug zu groß, Schwamm drüber. Vince, welche Rolle spielst du in Frankreich in den Medien? Schreibt dir L'Équipe zum Beispiel, Vince ist so und so gut gesprungen wie Cousamo oder so? Ja, oder auch Garmisch-Partenkirchen. Ja, das sowieso. Ja. Simon Ammann geschlagen im K.O.-Duell. Ja. Mein Gott. Ja, in Media in Frankreich, das ist nicht zu viel. Wir haben im Oktober in Paris Media-Tag. Ja. Und das ist, Ski Alpin und Biathlon. Und wir sind... Die natürlich. Ja. Aber ich mache meine Arbeit. Das ist meine Goal. Gibt es junge Springer, die sagen, wir wollen so werden wie Vince? Sein Sohn. Ja. Bisschen sehr jung. Ich wohne aus Chamonix und es gibt sehr schöne Arbeit für Skispringen. Sie machen neue Chance. Und auch in Le Bosson, du springst in Chamonix? Chamonix nicht wirklich, nein. Okay. Oh ja, Europacup. Okay. Europacup. Okay. Ja. Alors, sie essayent. Sie bauen halt die Arbeit auf. Ja. Was ist mit Decom, das bist ja du, mit Nicolas Desum geworden? Ist er Trainer in Courchevel noch oder? Nicolas Desum ist immer noch Trainer in Courchevel, er arbeitet eben mit unseren Nachwuchsspringern im Conti Cup, im Alpen Cup. Die Decke ist halt recht dünn. Es gibt einige Nachwuchsspringer bis hinauf in die Vogesen, also die ganz junge Nachwuchsarbeit ist sehr gut. Die Mittelschicht fehlt uns ganz einfach. Und dadurch, es gibt auch andere Länder, wo die Distanzen ähnlich groß sind und das stellt dann ein bisschen ein Problem dar. Und vor allem in einem Alter, wo man dann in eine Sportschule gehen muss, Internat und, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Vince, die Sache ist ganz einfach. Du musst so lange springen wie Kasai, damit dein Sohn und die anderen kleinen Franzosen dahin kommen, wo du bist. Ja. Ah, warum nicht? Ja, sicher. Geht nicht anders. Ja, ich habe keine Barriere. Keine Barriere. Ich habe keine Limit. Ob die Result ist gut, warum... Du hast Spaß. Du hast Spaß, ne? Ja. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und mit Trainer, das ist auch sehr gut. Alles klar, ja. Alles klar. Ja. Und morgen springst du gegen Colorado. Ja. Das ist eine Aufgabe, die ist lösbar, das ist machbar. Ja. Dann bist du wieder im zweiten Durchgang. Du bist so stabil und wir freuen uns richtig über dich. Ja, ich habe Respekt für alle Athleten. Und morgen ist morgen. Ich mache ein mehr meine Arbeit und... Sicher, ich wolle meine beste Sprung. Ja. Gerd, ich glaube, ich spreche auch in deinem Namen. Wir müssen ein ganz großes Dankeschön sagen, dass Vince das auf Deutsch gemacht hat, dass Robert, einer der vielen Österreicher, die überall nur das Kommando haben, weiß der Kuckuck, wie die das machen hier. Also es ist eine Invasion von österreichischen Trainern und das sind alle gute. Das ist ein Problem. Ich habe ja schon mal die Frage gestellt, ob überhaupt da in Österreich Trainer sind. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber in 2 Jahren werden die österreichischen Trainer mit der Austria-Ski-Team-Jacke die Exoten sein. Ja, zum Beispiel, es gibt doch, gibt es nicht in Oberösterreich, in Oberösterreich gibt es doch den Walter, Italiener, ja. Der ist also quasi als Italiener in Oberösterreich Trainer, weil es wahrscheinlich die Decke dann auch mal irgendwann dünn wird mit Trainern, oder? Ja, jein, wir haben,
Wir haben einfach diese Kultur, dass in Österreich, dass Athleten oder dass auch Trainer den gleichen Ehrgeiz entwickeln wie Athleten, dass sie sagen, ich will da und dorthin. Und Walter, in dem Fall der Italiener, der ist auch sehr ehrgeizig, ich kenne ihn schon seit Alpencup-Zeiten. Ja. Und er hat einfach auch diesen Schritt gewagt. Man sieht bei uns, wenn man der Schieberband sitzt da gegenüber, das Inntal ist einfach zu klein für uns alle. Wir haben, ist es so, wir können nicht alle hier arbeiten. Ja. Aber wenn wir in diesem Metier arbeiten wollen, dann müssen wir halt einfach mal über den Bad Schokofel und über den Arlberg oder über die Nordkette hinausschauen. Oh Gott, und, das sind Philosophien. Ja. Okay. Also, nochmal toi, toi, toi. Vince, alles Gute und bestell schöne Grüße an die Servoise und an die Decompte. Ja, okay.